Moini, da bin ich wieder mit Horizon Forbidden West, mitten im verbotenen Westen, mit der schönsten Sonne der Videospielgeschichte. Ich weiß es nicht. Wahnsinn. Ja, ich habe in der letzten Runde ein Banditenlager überfallen und getötet. Das hat sehr viel Spaß gemacht, aber ich werde es Wärterin, nicht hochladen, reden wir. weil ich sehr müde war, sehr leise gesprochen habe, sehr verwirrt war. Und deswegen überfallen wir einfach das nächste Banditenlager gemeinsam. Ist ein bisschen schwieriger. Und wenn ich jetzt Flüchtigkeitsfehler mache, wie an der Wand kleben zu bleiben und nicht zu wissen, wie ich schieße und so, dann ist es so. Dann machen wir das so. Aber ja. Ah, sie hat auch so Gerüchte. Das Ich habe gefällt von einer mir. Brutstätte im Südwesten gehört und wollte mir das mal ansehen. Aber wenn ich Maschinen über den Weg laufe, bringen mich meine Beine wirklich um. Dann hältst du dich wohl besser dort fern. Brutstätte Eine. Mu. Brutstätte Mu. Oh, Stufe 18. Ah. Warum kann ich hier nichts machen? Okay. Das heißt, wir haben jetzt schon mal eine Brutstätte hier bezeichnet. Das finde ich gut. Ich habe mir außerdem noch die letzten Aufnahmen angeguckt und habe gedacht, dass es gar nicht klar wird Städte im in. Südwesten. Da gibt es wahrscheinlich nützliche Maschinenüberbrückungen. Dass wir uns hier noch im Niemandsland befinden, wahrscheinlich ab dieser Grenze hier, denke ich. Das sieht so aus wie so ein Grenzareal. Aber ich weiß es auch noch nicht. Mal gucken, wie es wird. Irgendwo kommen dann die Tenakt, aber im Moment sind wir noch so ein bisschen mehr in der Schweiz unterwegs. Ja, und dann spazieren wir mal. Finde das nordöstliche Rebellenlager darüber. Ja, ich bin ganz gut ausgerüstet. Ich muss mehr looten grundsätzlich. Mir sind die Bärchen ausgegangen zwischendurch. Dieser Arm, ne? Dieser Tentakel. Wahnsinn. Ja, aber es zeigt auch nur, dass, wenn ich müde bin, ich zwar noch irgendwie spielen kann, aber es wirklich nicht mehr zum Zugucken reicht. Ah, das sind Stürmer. Ich habe ein Lagerfeuer entdeckt. Sind das nur Stürmer? Ich könnte Schockmunition benutzen. Ne, da ist noch ein Plünderer und da hinten war auch noch einer. Sie. Oh, der läuft hier sogar lang. Ziehen wir hier eine Spur verfolgen. Boah, der braucht aber doch ewig, bis der hier angekommen ist, oder? Hi. Diese schöne Satellitenschüssel da, ne? Die laufende Satellitenschüssel. Erinnert mich so ein bisschen an, an ein Raumschiff von Star Trek. Kommen wir ihm mal so ein bisschen entgegen hier. Steht da jemand? Nein. Nein, nein, das ist ein Stürmer von hinten. Oh, und was ich dann noch testen wollte, ob ich es schaffe, einen Stürmer jetzt zu überbrücken, weil ich der Meinung bin, dass ich das kann. Aber irgendwie hat es letztens nicht geklappt. Also gestern Abend, Nacht, Nacht. Ich habe keine Lust mehr hier zu warten. Kannst du weitergehen? Wie langsam kann man denn laufen? Eher so, ja. Ratspo, Ratspo. Warum läuft er nicht auf seinem Pfad? So. Sie wissen, dass ich hier bin. Stürmer überbrücken. Ja, das geht. So, wollte ich nur mal getestet haben. Und kritischer Treffer. Ups. Wo?
natürlich nicht so viel bewegen. Das ist echt schwierig. Dann kriegst du so auf den Bobbes. Ich setze nach. Oh, dich wollte ich nicht treffen, sorry. Irgendwo war hier doch der zweite da. Den werde ich nicht reparieren. Die nehme ich mit. Mach das mal. Könnt ihr einfach wegrennen? Gerade keine Lust auf noch einen Kampf. Toll, jetzt rennen wir gemeinsam, ist doch schön. Über den Fluss kommt er mir nicht hinterher. Das ist auch gut so. Und er hat schon das Interesse verloren. Das ist auch gut so. So, wo sind wir denn hier? Da ist das Rebellenlager, da möchte ich hin. Bisschen links von mir. Kann ich hochklettern? Auch überall so Wracks. Hüpf. Die Nacktrebellen. Offenbar haben sie bei Fahrlicht ihr Lager aufgeschlagen. Ich sehe lieber nach, was die vorhaben. Sie haben Reiterpatrouillen in der Gegend. Ich muss aufpassen. Ja, also da komme ich nicht hoch. Hier. Leider auch nicht. Hab ich schon gedacht eigentlich, dass ich so ein bisschen so einen frechen Weg hier reinfinde. Die haben sich gut abgesichert. Das kommt in meinen Vorrat. Mhm. Brauchen wir auch. Ich habe den Vorrat komplett ausgeschöpft gehabt. Muss ich erstmal wieder ein bisschen looten. Da ist ein Lagerfeuer. Ah, und von hier. So, so. Da ist eine Kiste, da ist ein Speer, eine Wache, Rebellen, Scharfschützen, okay. Giftschaden, da ist ein Reiter. Aber es ist nur ein kleines Lager, so wie ich das sehe. Vielleicht geht es dahinter noch weiter. Aber die haben sich auch über Brücken gut abgesichert. Ich gehe in die Offensive, ich schleiche mich da nicht hin. Sondern ich mache Folgendes. Kopfschuss? Nee, es war keiner. So. Eigentlich wäre es vielleicht schlauer gewesen, erst die Scharfschützen anzugreifen. Ich weiß gar nicht, von wo es kommt. Der Ärmste. Die wissen es aber auch nicht. Stark. Schöne Animation. Also, die Position hier gefällt mir gut. Ja. Vielleicht aber schon. Machen wir mal hier, aktivieren wir das mal. Weil wir es können. Könntet ihr euch mal wieder zeigen?
fürchte, nein. Okay, ich hab's verschwendet ein bisschen. Jetzt hab ich dich! Geschafft. Da drüben! Um herauszufinden, was hier los ist, muss ich denjenigen finden, der die Leitung hat. Ja, okay, ich muss jetzt wieder in den Nahkampf ergehen. Kopfschuss. Ich kann schießen! Von dort. Ah, da sind noch mehr. Gift fanden die doof, ne? Okay. Ich bin hier in einer ganz guten Position. Von da oben auch? Nee, ne? Ups, da. Von wo kam das denn? Von da auch nochmal. Zack. Aber ich brauche doch dieses hier. Au. Du wirst es nicht schaffen. Du wirst es nicht schaffen. So. Ich versuch's nochmal mit Gift. War es Gift? Nein. Da unten. Au. Die aufhören hier euer Lager in Brand zu setzen. Das war nicht getroffen. Nein. Haltet sie auf. Kann ich mir eine bessere Position hier irgendwo mal verschaffen? So. Also wenn ihr mit Feuer schießt, ne, das kann ich auch. Ich wette, gegen Feuer sind die auch empfindlich. Hier, jetzt brennst du und bist vergiftet. Was hältst du davon? Alle mit Pfeilen unterwegs, wisst ihr was? Wer im Fernkampf unterwegs ist, hat wahrscheinlich eine leichte Rüstung nur an. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Glaube ich dir? Ja, hier im Nahkampf, da können die nicht viel. Was ist mit dir denn los hier? Was hast du da auf dem Rücken? Kann ich das zerschießen? Upsa! Was willst du denn hier? Nahkampfkill? So, und ihr mit euren niedlichen Pfeilen von da oben. Das war daneben. Da ist noch jemand. Oh, kannst du mal bitte dich nicht verstecken? Da unten ist auch noch jemand. Das war auch nicht getroffen. Mensch, Kinders. Dann loote ich halt eure Leichen hier so lange. Ja, legt mal los. Habt ihr noch gar nicht angefangen damit? Ich bin schon fast fertig. Ich rücke mal weiter vor. Oh, hi! Ich hab euch! Was war das denn? Ja, ich muss einmal ausweichen hier. Hui, das war dein Helm, mein Freund. So. Gefangene, glaube ich. Euch rette ich gleich. Wenn ihr jetzt hier rumrennen würdet, wäre es nicht so schön. Hier ist ein Lagerfeuer. Kannst du aufhören zu rennen? Nee. Braucht eine bessere Position. Dein Kopf? Tja. Piff. Dieses Mal kriege ich dich. Ja.
glaube, ich muss weiter vorrücken. Hab dich, da bist du ja. Ich hab dich. Oh, nee, hab ich doch nicht. Okay, von hier vielleicht? Oh ja, von hier ist gut. Das war ein schöner Kopfschuss. Okay. Wo noch? Und kann ich wieder den Mutstoß hier? So, Freunde, da oben. Kannst du mal zielen? Oh. Na super. Das könnte man schon ein bisschen besser einsetzen. Gut, wo haben wir denn noch Leute? Sichtkontakt verloren. Tja. Ich auch. Ich auch. Da unten? Da. Kopfschuss. Oh ja, das war dein Helm. Ich wusste es. Irgendwie nur 7 Schadenspunkte. Ich glaube, es ist zu weit weg. Ja. Ui. Von wo kam das? Ich habe das Gefühl, dass die vielleicht auch da oben stehen, aber da sehe ich niemanden. Da irgendwie rüber. Sie muss hier irgendwo sein. Ich fange hier an. Du gehst da rum. Ich habe ein gutes Gefühl. Du hast ein gutes Gefühl? Schon Glück gehabt? Hier ist nichts. Hier ist wohl was. Ich bin hier. Der ist, glaube ich, schon tot jetzt. Ist ein Eingang, das ist ja spannend. Was ist das für ein Zeichen da oben? Kann ich die Quest auch verlieren, wenn ich den Anführer nicht finde? Beim Schwimmen auszuweichen, so. Cool. Wie komme ich denn da jetzt hin? Hier offensichtlich nicht. Ist jetzt nur noch ein Viertel. Warum ist da ein Viertelkreis angezeigt? Ich würde da echt gerne hoch. Nicht schon wieder. Nein! Ah, das war seine Aufmerksamkeitsspanne. Die hat nicht ausgereicht. Ich würde mich gerne da irgendwo rüberschwingen. Pfeff. Ah, der ist jetzt kaputt. Und so? Da, da kann ich hoch. Da kann ich... Ah, okay. Da hinten ist der Anführer auch. Nee, das war's nicht. Aber von hier hoch klettern kann ich. Ja. So, dann kletter da mal hoch, Aloy. Schwing nicht rüber. Du glaubst, du kannst dich verstecken? Ja. Klappt das jetzt ganz gut. Ich wusste es. Boah, fies. Mitten ins Auge. Fies. Ich glaube, eins dieser Gebäude ist eine Kommandozentrale. Der hat auch so ein Schild. Ich scanne den erstmal. Oh, er mag kein Gift. So ein Wunder. Ich kenne das Gebiet besser als du. Glaube ich dir direkt. Okay, es geht nicht. So.
Der Herr mag kein Gift. Dann da. Machen wir es doch mal direkt so. Wir bringen es zu Ende. Komm, komm, komm. Komm hier hin. Komm hier hin. Komm hier hin. Kannst du mal bitte in die Falle reinrennen? Ich weiß, die ist nicht so cool platziert, aber... Danke. Wow. Das war ihm egal. Upsa. Okay, ich muss... So. Aua. Ja. Und ein bisschen ausweichen und mal ein Bärchen zu mir nehmen. Oh, ich habe kein Bärchen mehr. Ich muss mal eben hier unten. Gut. Ja, du kannst mich doch nicht stören, während ich hier einen Trank nehme. Das ist unehrenhaft. Was diese Typen vorhaben. Hi. Hi, der Witzke, das hat lange gedauert. Der Kirche, der war richtig fies. Mitten in ihr Auge. Ja, also, wenn man wach ist, dann funktioniert es viel besser mit dem Rebellenlager überfallen. Hallo, was ist hier los? Nachrichtengerät. Einfaches Gerät für Einwegkommunikation. Enthält aufgenommene Übertragung. Hm. Die Lorebehälter, kann ich die mitnehmen? Die hätte ich wahrscheinlich zerschießen können. Truhe aufbrechen. Nice. Das wird was Schickes werden, oder? Das war richtig mit Widerstand. Richtig dolle. Außergewöhnliches Lager. Ich habe eine Rüstung gefunden. Kaja Feuerwappen. Alles nehmen. Ich will die Rüstung ansehen. Wo ist die? Hier. Kaja Feuerwappen. Guck mal. Wie schön ist die denn? Kann ich die eben vergleichen? Nee, kann ich nicht. Also, die hat 17 Feuerschaden, kein Stoßschaden, Blitzschaden. Und die ich anhabe, hat 19. Ah, die ist besser. Nahkampf. Die ist einfach nur gut gegen Feuer. Und wunderschön. Die Farben finde ich richtig toll. Na gut, dann nicht. Man muss aber vorbereitet sein. Stark, dass ich einfach so eine Rüstung gefunden habe. Da sind noch ein paar Lager. Was ist das? Zugbrücke. Ach, ich hätte es runterschießen können. Hätte ich rüberlaufen können einfach. Vermutlich. Ein Klangspiel habe ich wieder gefunden. Ich guck mal kurz nach der Zeit. Okay. Dann gucken wir uns mal die Nachricht eben an. Wer weiß, was das Schickes ist. Hier sind ja noch mehr Sachen. Aber noch was Cooleres als eine Gratis-Rüstung findet man, glaube ich, nicht. Obwohl, Gratis-Waffen natürlich. So, also. Gerät untersuchen. Macht's gut. Getreuerte Nackt! Hört mich an! Man sagte mir, ein Soldat dieses Lagers habe einen der Söhne des Prometheus zum Streit provoziert. Ihr solltet lieber nicht vergessen, dass unsere Verbündeten uns die Maschinen liefern, auf denen wir zum Ruhm reiten werden. Der nächste Narr, der sich mit ihnen anlegt, wird ausgeweidet und wie Aas in die Wüste geworfen. Es gibt keine zweite Warnung. Wird das genügen? Ja, das sollte verhindern, dass deine Leute mit meinen aneinander geraten. Ich danke dir, Regala. Möge unser Weg zum Sieg führen. Regala arbeitet also nicht allein. Diese Söhne des Prometheus gaben ihr die Mittel zur Überbrückung von Maschinen. Schön zusammengefasst, dann muss ich das nicht machen. Die Stimme klang
merkwürdig mechanisch, aber vielleicht lag das auch an der Übertragung. Hätte es hier noch was Schickes gegeben? Ah, zur Brücke senken. Miau. Okay, und nun? Ja, da hätte ich rüber gekonnt. Nee, aber es macht ja gar keinen Sinn. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ich muss ja erst dafür hier rüber, aber jetzt kann ich gemütlich zurück. So, das ist doch was Schönes. Also, da habe ich noch was. Da hätte ich ein Maschinengewehr gehabt. Schade, das macht immer richtig Spaß. Pef, 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 pef. Ah, da habe ich noch nicht gelootet. Springe ich jetzt einfach hier runter? Ja, ne? Bäm. Tat nicht weh. Edgy Badge. Guckt euch das an. Wie schön wäre das gewesen. Pow! Oh. Gucken wir uns das mal im Fotomodus an. Hier, von vorne. Von der Seite. Piu, piu, piu. Das wäre richtig cool gewesen. Schade, dass ich das nicht gesehen habe. Schade, dass ich den nicht mitnehmen kann. Hier war doch noch irgendwo was. Oder? Nö. Da. Nee. Das war es schon. Die hätte ich in die Luft sprengen können. Ja, und ich muss ja auch noch die Gefangenen befreien. Hupsi. Machen wir auch noch. Die sind da ja sicher. Los. Also das hätte ich in die Luft springen können, vermutlich. Altes Fass? Nee. Das. Lohe. Nur einen kurzen Ritt von der Karja-Grenze. Hier ist genug, um halb Fahrlicht auszulöschen. Es sei denn... Ich jag sie hoch. Oh. Okay, aber wollen wir erst den Gefangenen befreien? Die Sonne sinkt. Nein. Wollen wir den nicht befreien? Da. Zellentür verschlossen. Türstrukturelle Integrität beeinträchtigt. Kann aufgebrochen werden. Da. Hey, ich helfe dir. Unten bleiben und mir nach. Alles klar. Mir nach? Aber es sind hier keine... Okay, ich glaube, wir müssen dafür aber auch ein bisschen weiter weg. Außerdem speichere ich. Nicht verfügbar. Warum nicht? Warum nicht? Hallo? Für den nächsten Kampf. Dann gehen wir mal hier oben hin und dann schmeißen wir was rüber. Von hier sollte es ganz okay sein, hoffe ich. Von hier kann ich treffen. Ich glaube, das waren alle. Jetzt muss ich nur zurück zu dieser Kommandozentrale. Falls die Rebellen einen Angriff auf Fahrlicht planen, muss ich ihn verhindern. Schön. Den habe ich schon gelootet. Da und da und da sind noch überall Leute. Ja, war gar nicht so schwer. Wirklich nicht. Aber es hat Spaß gemacht. Und mit dem Maschinengewehr hat es noch mehr Spaß gemacht. Und die Rüstung ist auch richtig schick. So, warum gehst du mir jetzt hier nach? Ich weiß, ich hab's gesagt, aber ich suche die Kommandozentrale. Kann ich die nicht wegschicken? Was ist das überhaupt für eine Quest jetzt? Östliches Lager. Ja. Okay.
Aber wo? Und wie? Wegpunkt setzen. Okay. Sie suchen mich. Wer sucht dich? Hier ist niemand mehr am Leben. Warum ist sie wieder oben? Ah, okay. Jetzt kann ich hier mehr finden als vorhin. Liest du es vor, was da war? Eine Karte des Schreckens. Mit allen Bewegungen von und nach Fahrlicht. Die Schwachpunkte der Festung sind markiert. Okay, und die Lohebehälter. Sie haben Lohe zusammengetragen. Und mit der Menge da draußen können sie etwas Großes sprengen. Sie werden Fahrlicht sprengen. In das Loch wird eine ganze Armee reinpassen. Regala plant also, das Sonnenreich anzugreifen. Sofern sie eine ausreichend große Armee aufstellen kann. Gut, dass ich die Lohe gesprengt habe. Ich bezweifle, dass die Rebellen jetzt hier sind. Ich werde aber alleine mit ihnen fertig. Egal, die Hauptbedrohung wurde beseitigt. Bis während Reise zu den Koordinaten. Ja, okay, das ist jetzt was anderes. Dass die Hauptquest jetzt die aktiv ist. Ja. Gut, und was mache ich jetzt mit ihm hier? Kann ich den irgendwo ablagern oder so? Wir gehen einfach aus dem Lager hier raus. Hüpf. Ach ja, ich hätte das Schild aktivieren können dafür. Ja, er läuft mir echt noch hinterher. Oh, was ist da? Alte Vorratslager und alte Vorratskiste. Ja, also ich bringe ihn mal nach draußen. Ich sollte nach weiteren Rebellenlagern Ausschau halten und verhindern, dass sie Ärger machen. Ich muss mehr über diese Söhne des Prometheus herausfinden, damit sie den Rebellen nicht beim Mord an ihrem eigenen Volk helfen. Ganz zu schweigen von den Kaja. Diese Musik, dass die immer noch nicht aufgehört hat. Okay, wenn er aufmerksam geworden ist, dann kann ich ihn schon gar nicht mehr überbrücken. So, und was ist jetzt mit unserem Typen hier, der im Schlepptau mit uns mitläuft? Der ist immer noch hier. Kann der nicht mal gehen? Ich weiß nicht wohin, aber ich habe mein Bestes getan. Mist. Bitte gehen Sie. Greift ihr den an? Der greift ihn mit mir an, das ist ja witzig. Na, das kann ich mal vergessen. Danke für die Hilfe, Rotschopf. Ah, okay. Die zwei Reittiere hätte ich noch töten müssen. Cool, dann haben wir den doch in Sicherheit. Keine Ahnung, wohin der geht, aber er geht. Das ist schon mal hilfreich. Ja. War doch ganz spannend, so ein Rebellenlager. Ich glaube, die nächsten werde ich eventuell, obwohl das jetzt auch Story wichtig war. Ich werde euch weiterhin mitnehmen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.